Hallihallo und ein ganz herzliches Willkommen. Liebe YouTube-Community, ich hoffe, man hat mich jetzt verstanden. Auf jeden Fall machen wir erstmal einen neuen Spielstand, bevor wir losmachen. Willkommen zur Premiere von Tastatur Crasher. Ja, unser Kanal geht auf Sendung. Und zwar mit meinem guten Freund, den Philipp. Hallo, Leute. Und ich bin der Rico und wir heißen euch ganz herzlich willkommen. Ja, und wie ihr schon gesehen habt, wir spielen als erstes Let's Play Assassin's Creed. Ja, richtig. Aha. Gut, bisschen mir ein bisschen zuvor gekommen. Aber nichtsdestotrotz werden wir die komplette Reihe durchspielen. Wenn du hier erzählst, werde ich erstmal einen Spielstand, damit es hier vorangeht. Okay. Wir werden die komplette Reihe durchspielen, fangen natürlich jetzt mit dem ersten Teil an. Und ja, vorab noch ein paar kleine Informationen, und zwar zu den Längen unserer Videos. Also durchschnittlich werden wir das Video 15 Minuten machen, also es kann auch mal ein bisschen drüber gehen oder so, wenn wir mal wieder maßlos überziehen. Hoffentlich nicht, also was vermutlich oft vorkommen wird, gerade bei Spielen wie Assassin's Creed, also vor allen Dingen bei den Spielen, die eine Story haben. Und sehr beliebt sind vor allem. Ja, ja. Aber auch bei storyhaltigen Spielen wie Assassin's Creed werden wir die ersten beiden Folgen 30 Minuten lang machen, damit ihr euch gut in die Story einfinden könnt, sagen wir es mal so. Also, ja, diese Folge wird jetzt 30 Minuten lang werden. Die nächste dann auch und dann immer 15 Minuten. Ja, das erstmal das Wichtigste. Und ja. Fangen wir erstmal an, würde ich sagen. Ja, fangen wir erstmal an, aber warum geht der Controller nicht? Funktioniert einfach wieder toll. Werde ich dir gleich sagen. Controller ist nicht eingestellt. Controller ist eingestellt. Ist jetzt auch alles so, wie es sein soll, ne? Ich hoffe. Warte mal ganz kurz. Und deswegen habe ich nämlich gesagt, warum hast du den Spielstand gelöscht? Nein. Ja? Müsste alles so sein, wie es sich gehört. Ja. Wir probieren es einfach mal. Nein, es ist alles korrekt. Gut. Natürlich gibt es beim ersten Mal Probleme. Tut mir wirklich sehr gelitten. Ja. Auf jeden Fall kommt jetzt der Prolog. Und wir halten unsere Klappe. Und ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und die Torheit und wahre Zeit. Ich erkannte, dass auch dies ein Streben nach innen war. Denn in der ganzen Weisheit ist viel. Und ihr Erkenntnis lehrt mir das Gleiche. Es gibt ein Problem. Ich kann ihn nicht in der Erinnerung verankern. Er lehnt die Behandlung ab und zieht sich zurück. Desmond, versuchen Sie, sich zu entspannen. Ich stabilisiere ihn. Konzentrieren Sie sich auf meine Stimme. Erkennen Sie, dass nichts, was Sie sehen, real ist. Nur Bilder aus der Vergangenheit. Ihnen kann nichts passieren. Verdammt, es klappt nicht. Einen Moment, Mister. Er passt sich an. Das erste Mal ist nie leicht. Seltsam, so ein Verhalten habe ich noch nie gesehen. Es geht schief. Das reicht, Miss Dirne. Herausholen. Sofort. Okay, Miss. Wir werden jetzt versuchen, sie da rauszuholen. Boah, meine Augen. Was mit deinen Augen? Die sind jetzt tot. Alles okay? Gut. Ich sagte doch, dass ihnen nichts passiert. Schweine! Na, na. Ich habe gerade ihr Leben gerettet. Mein Leben gerettet? Sie haben mich entführt, mich an dieses Ding angeschlossen. Animus. Es ist ein Animus. Ich kenne Sie noch nicht einmal. Warum tun Sie mir das an?
Sie haben Infos, die wir benötigen, Mr. Miles. Informationen? Ich bin ein Barkeeper, verdammt! Was wollen Sie von mir? Lernen, wie man einen Martini mixt? Wir wissen, wer Sie sind. Was Sie sind. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Spielen Sie nicht den Dummen. Wir haben keine Zeit. Sie sind ein Assassine. Und ob es Ihnen klar ist oder nicht, Sie besitzen etwas, das meine Arbeitgeber haben wollen. Es ist tief in Ihrem Kopf verborgen. Aber ich bin kein Assassine. Nicht mehr. Ja, das steht auch in unseren Akten. Irgendwas von einer Flucht. Sehr zum Glück für uns. Was wollen Sie von mir? Dass Sie tun, was wir Ihnen sagen. Der Animus wird uns helfen, zu finden, was wir suchen. Wenn wir es haben, können Sie gehen. Ich gehe da nicht wieder rein. Dann legen wir Sie ins Koma und machen alleine weiter. Und wenn wir fertig sind, lassen wir Sie sterben. Ehrlich gesagt, der einzige Grund, dass Sie noch bei Bewusstsein sind, ist, dass es uns viel Zeit erspart. Sie sind verrückt? Also was nun, Mr. Miles? Leben oder sterben? Legen Sie sich hin. Okay, ich soll jetzt eine beliebige Taste drücken. Das tun wir natürlich sofort. Eine weise Entscheidung. Eine weiße Entscheidung. Und die Steuerung ist komplett falsch. Wo bin ich? Im Innern des Das werden wir später noch beheben. Das heißt? Ein Projektor, der genetische Erinnerungen in 3D erzeugt. Genetische Erinnerung? Scheinbar brauchen Sie eine Art Einweisung. Nun gut. Wir fangen ganz einfach an. Was ist eine Erinnerung, Mr. Miles? Eine Aufbereitung früherer Ereignisse. Spezifisch für die Person, die sich daran erinnert. Ja, sicher. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein Mensch nicht nur seine individuellen Erinnerungen besitzt, sondern auch die seiner Vorfahren? Genetische Erinnerungen, wenn Sie so wollen. Wanderung, Winterschlaf, Fortpflanzung. Woher wissen Tiere, was sie wann und wo tun sollen? Das ist der Instinkt. Jetzt streiten wir uns um Worte, Mr. Miles. Wie Sie es auch nennen, die Tatsache bleibt, diese Wesen verfügen über Wissen, das in ihrer individuellen Erfahrung nicht enthalten ist. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum. Ich habe etwas Faszinierendes entdeckt. Unsere DNS fungiert als Archiv. Sie enthält nicht nur genetische Baupläne von früheren Generationen, sondern auch deren Erinnerungen. Die Erinnerungen unserer Vorfahren. Und der Animus lässt sie diese DNS-Daten dekodieren und lesen. Exakt. Aber es geht nicht. Das ist die Erinnerung, auf die wir zugreifen möchten. Aber wenn wir versuchen, sie zu aktivieren, zieht sich ihr Geist zurück. Ihnen fehlt das Vertrauen, in den Körper ihres Ahnen zu schlüpfen. Das ist auch eben passiert. Sie wurden aus der Zielerinnerung gestoßen und kehrten zurück in einen stabileren Zustand. Warum? Ihr Unterbewusstsein. Es wehrt sich. Wir haben ähnliche Reaktionen bei Patienten festgestellt, die hypnotisiert werden. Um traumatische Vorfälle wieder zu erleben. Wir müssen vorsichtig sein. Und auch dann gibt es Probleme. Und was machen wir jetzt? Wir finden eine Erinnerung, die Sie akzeptieren können. Sie werden sich daran gewöhnen. Langsam aber sicher. Noch näher kommen wir nicht ran. Also müssen wir hier anfangen. Ich lade jetzt das Einführungsprogramm. Endlich können wir reden. So, Animus, komische Organisation und fremde Menschen. Warnung, Datenstrom instabil. Versuche, Synchronität wiederherzustellen. Tu das. Hallo, Subjekt 17. Dieses Tutorial wurde erstellt, damit Sie sich besser mit der Steuerung des Animus vertraut machen können. Anweisungen folgen in Kürze. Animus. Der Synchronitätsbalken zeigt, wie synchron Sie mit den Erinnerungen Ihres Ahnen sind. Falls Sie jemals asynchron werden, stellt der Animus die letzte synchrone Position wieder her. Es droht eine komplette Desynchronisierung. Bitte befolgen Sie die kommenden Anweisungen, um die Systemstabilität wiederherzustellen. Der Animus benutzt ein Puppenspielerkonzept, um die Aktionen Ihres Ahnen zu steuern. Ich lade Subroutinen, um die Anpassung Ihres Körpers an den Animus zu überprüfen. Wir beginnen damit, die Standardaktionen aller Eingaben kennenzulernen. Okay.
Wenn Sie stillstehen, benutzen Sie die Kopftaste, um Ihre Umgebung zu erkunden. Diese hier. Da muss ich mich erst dran gewöhnen, an diese komische Steuerung, das werden wir nachher. Das können wir nachher noch gut stellen. Ja. Sollten wir. Tun Sie herum Ihre leere Hand, um durch die Krugträger zu gelangen, ohne dass Sie Ihre Krüge fallen lassen. So, welche ist das? Die Gehen Sie zu der Markierung, um die Synchronisierung fortzusetzen. Aber natürlich. Entschuldigung, darf ich? Hallo? Hallo? Danke. Ja. Dankeschön. Oh. Gut gemacht. Gut gemacht. Hast du gehört? Ich hab's gut gemacht. Der Animus unterscheidet zwischen zwei unterschiedlichen Modi. Unauffällig und Modi. Auffällig. Unauffällige Aktionen sind sozial akzeptabel. Auffällige Aktionen sind eher actionorientiert. Halten Sie die Modustaste auffällig gedrückt, um zu sehen, wie Ihr Heads-Up-Display den Kontext der Puppenspieler-Eingaben verändert. Was soll ich machen? Taste 5. Ah, diese. Exzellent. Excellent. Wir setzen die Synchronisierung fort, indem wir einige auffällige Aktionen testen. Greifen und werfen Sie dieses Individuum gegen die Markierung, indem Sie die leere Handtaste im auffälligen Modus benutzen. Leere Handtaste im auffälligen Modus, das ist... ist das diese hier? Nein, diese hier? Das ist das, was zum Leichtstoßen benutzt. Achso, okay. Gut. Benutzen Sie die Beintaste im auffälligen Modus, um zu sprinten. Sprinten ist sehr nützlich, um zu fliehen oder ein flüchtendes Ziel einzuholen. Passen Sie aber auf, nicht mit jemandem zusammenzustoßen. Sie könnten stolpern und zu Boden fallen. Sprinten und erreichen Sie die Markierung vor diesem Mann. Also auch wenn es hier so aussieht, als ob ich gar nichts könnte. Es stimmt. Teilweise. Aber wie gesagt, die Steuerung ist hier total umgestellt. Der Animus versorgt Sie mit weiteren wichtigen Informationen. Das Symbol sozialer Status gibt Ihnen Aufschluss über Ihren Zustand. Die unterschiedlichen Zustände werden bald im Kontext erklärt. Dieses Symbol erscheint, wenn ein Soldat Sie ansieht. Die gelbe Farbe bedeutet, dass der Soldat sich Ihrer entweder nicht bewusst oder misstrauisch ist. Um die Zustandsänderung zu illustrieren, greifen Sie diesen Soldaten nun unauffällig an. Schalten Sie ihn zunächst als Ziel auf. Nun wählen Sie Ihre verborgene Klinge. Ist immer noch diese Taste. Gehen Sie mit ausgewählter Klinge zu dem Soldaten und drücken Sie auf die Waffenhandtaste, um ihn zu töten. Los, mach ihn nieder! Also auch wenn ich hier nicht mehr weiterkomme, der Experte von Assassin's Creed sitzt ja neben mir. Ja. Der alles weiß. Kabusch. Alle Spiele durchgespielt und ich bin ja noch relativ am Anfang. Hab ja diesen ersten Teil noch nicht mal durchgespielt. Wird sich jetzt aber bald ändern. Ja. Auf mit dem Kabel hier rumzufummeln. Das tut mir sehr gut. Die Leiche hat den Soldaten alarmiert und seinen Zustand auf informiert geändert. Die Leiche hat rote Zeugenanzeige gezeigt. Aggressive Aktionen und sozial inakzeptables Verhalten werden nun höchstwahrscheinlich zu einer bewaffneten Reaktion führen. Oh mein Gott! Provozieren Sie den Soldaten. Okay, mache ich. Gerne. Beachten Sie, dass sich Ihr Status auf entdeckt verändert hat. Benutzen Sie nun die Leiter und versuchen Sie, den Sichtkontakt zu unterbrechen. Entdeckt klingt nicht gut. Ihr könnt mir nicht entkommen! Schnell, ich finde euch! Und du? Exzellent. Der Sichtkontakt wurde unterbrochen. Rennen Sie zum Dachgarten, um sich zu verstecken. Ich renne zum Dachgarten. Ich gehe hinten rein. Gut. Ihr Status zeigt an, dass Sie versteckt sind, aber der Soldat immer noch nach Ihnen sucht. Du hast echt gelitten. Warten Sie, bis sich Ihr Status erneut ändert. Leicht. Ja. Leicht ist schon lange vorbei. Zur Hölle damit! Ich habe Besseres zu tun. Das ist gut. Ich auch.
Gut gemacht. Der Soldat hat ihre Spur verloren. Sie sind wieder anonym und können ihr Versteck verlassen. Ah, okay. Und exzellent. Ah, ja. Durch Anonymität füllen sie ihren Synchronitätsbalken und erleichtern sich ihre Aufgaben als Assassine. Dieses Tutorial ist ganz schön lang. Es gibt verschiedene Orte, an denen sie sich verstecken können. Aber sie müssen immer den Sichtkontakt unterbrechen, bevor sie in einem Versteck Sichtkontakt verschwinden können. Immer. War gut. Immer. War sehr gut. Ich bin ein Gläubiger. Ich sag nicht mal dazu. Sehen wir uns nun das Untertauchen an. Mit der Beintaste im Modus unauffällig können Sie untertauchen. Aha. Sie können einen Gelehrten imitieren, um unbemerkt an Soldaten vorbeizukommen. Tun Sie das jetzt, um die Markierung hinter dem Soldaten zu erreichen. Entschuldigung. So. Oh, Entschuldigung. So, hast du schon mal ein Priester langlaufen sehen, der macht. Da sie synchron schon sind, genug. Verfügen sie über eine ich habe schon genug Fähigkeit. Solche Leute gesehen. Dieser sechste Sinn namens Adlerauge hat ihrem Ahnen geholfen, die Absichten der Menschen in seiner Umgebung zu verstehen. Hast du nichts zu tun oder was? Nein. Ah. Gut gemacht. Da. Weiß Information, gelb Attentatsziel, rot Soldat, blau verbindet. Gut zu wissen. Kannst du dir sowieso nicht merken. Nee. Das Adlerauge steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie völlig synchron sind. Cool. Bedenken Sie, um synchron zu bleiben, sollten Sie dem Credo der Assassinen, der Lebensart Ihres Ahnen folgen. Das Credo hat drei Gebote. Erstens, verletzen Sie nie einen Unschuldigen. Zweitens, bleiben Sie diskret. Drittens, gefährden Sie die Bruderschaft nicht. Wenn Sie an Synchronität verlieren, können Sie diese wiederherstellen, indem Sie Schlüsselmomente im Leben Ihres Ahnen nachempfinden oder indem Sie das Credo was am Handgelenk. Ich muss es mal abschütteln. Sie haben das Tutorial erfolgreich beendet. Der stabilste Gedächtnisabschnitt wird nun geladen. Oh, jetzt. Wollen wir die Steuerung jetzt gleich nach oben stellen oder machen wir das? Das wäre mir ehrlich gesagt lieb, weil das ist schrecklich. Es muss einen anderen Weg geben. Er muss nicht sterben. Exzellenter Streich. Das Glück ist eurer Klinge hold. Nicht Glück. Geschick. Seht mir gut zu, vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Fürwahr. Er wird euch lehren zu vergessen, was unser Meister uns lehrte. Und wie hättet ihr es getan? Ich hätte keine Aufmerksamkeit erregt. Ich hätte nicht das Leben eines Unschuldigen genommen. Ich wäre unserem Credo gefolgt. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Eines Tages werdet ihr diese Worte verstehen. Nicht wie wir unsere Aufgabe lösen zählt, nur dass sie gelöst wird. Das ist nicht der Weg. Mein Weg ist besser. Ich kundschafte voraus. Versucht uns nicht noch mehr zu entehren. Was ist unsere Mission? Mein Bruder sagt es ihm nicht. Nur, dass es eine Ehre ist, teilnehmen zu dürfen. Der Meister glaubt, dass die Templer etwas unter dem Tempelberg entdeckt haben. Ein Schatz? Ich weiß es nicht. Aber unser Meister hält es für wichtig. Sonst hätte er mich nicht entsandt, es zu holen. Also, wir stellen mal ganz kurz die Steuerung um und machen hier mal einen ganz kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Ah, da sind wir wieder. Warum? Ruhig, du zerstörst den Moment. Ach so, Entschuldigung. So, wir sind jetzt immer noch in diesem Tunnelgedöns. Und wo sind wir? Du bist ja so ein Experte. Das weiß ich leider nicht. Also, wir sind in Salomons Tempel, genau. Jetzt weiß ich es nicht. Aha, in Salomons Tempel, okay. Hier geht's offensichtlich nicht weiter. Und warum wir von unserem Meister hergeschickt wurden, das erfahren wir jetzt gleich. Okay. So, drücken und teilen Sie die. Okay. Machen wir mal. Okay. Nein. Falsch. Ruhig. Achso. Lach nicht. Weißt du, dass ich noch nicht so Experte bin wie du? So ein Level hoch wird ja dasselbe sein. Doch! In meinen Augen schon.
Oh. Ziel erfassen. Okay, drücken Sie die Taste da. So. Hey, das haben wir ja noch nie gesehen. Jetzt haben wir es mal auffällig gemacht. Wir haben ja vorher schon ein bisschen geprobt. Ach, das war auffällig, wenn du das so... Und jetzt haben wir es auffällig gemacht. Das muss der Schrein sein. Das will ich zum Beispiel nicht. Die Bundeslade. Seid nicht dumm. Die gibt es nicht. Das ist nur eine Mär. Was ist das dann? Schweigt! Da kommt jemand! Wir müssen dieses Tor hinter uns lassen. Je eher wir es haben, desto eher können wir uns um diese Schakale aus Massiav kümmern. Robert de Sable. Sein Leben gehört mir. Nein. Wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Er steht zwischen uns und dem Schatz. Es ist unerlässlich. Zurückhaltung, Altair. Ihr meint Feigheit. Dieser Mann ist unser ärgster Feind. Und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Ihr habt schon zwei Regeln unseres Credos gebrochen. Brecht nicht auch die dritte. Bringt keine Schande über die Bruderschaft. Ich stehe über euch, sowohl im Titel als auch im Können. Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. Na dann gib ihm mal. Wir töten jetzt Aubert. Aubert de Sable, bitte. Aubert de Sable. Gib ihm was zu essen. Wie was Schlechtes zu essen. Französische Küche. Küche. Bitte. Okay. Also. Ich höre Hof. Halt, Templer! Halt. Ihr seid nicht die Einzigen hier. Ah. Nun, das erklärt meinen fällenden Mal. Also, was ist euer Begehr? Ich begehre dich zu töten. Ach, wir machen mal auffällig. Blut. Zack. Das dachte ich mir schon. Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. Ich schone euch nur, damit ihr eurem Meister diese Botschaft überbringt. Das Heilige Land ist für ihn verloren. Er sollte fliehen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Bleibt und ihr seid alle des Todes. Solange du noch Zeit dafür hast. So. Männer, zu den Waffen. Akrobatik. Wir sollen jetzt ein bisschen tanzen. Akrobatik. Akrobatik. Wir werden jetzt Apathik. Wir sind der Pate. Akrobatik. Okay, jetzt wird's dünn. Oder wie unsere Klassenlehrerin immer gesagt hat. Es war wieder nur dünnes. Was? Zur Hölle machst du da? Ja, ich wollte mal einen anderen Weg gehen. Ach so. Nicht immer denselben, ist ja langweilig. Ach so. So. Die Störung ist eigentlich recht einfach. Die Störung? Steuerung. Eigentlich nur zwei Tasten drücken. Das war's. Also beim Kämpfen dann sicherlich werden das ein paar Tasten mehr sein. Aber hier. Oh. Ein Loch in der Wand. Du brauchst genau zwei Tasten fürs Kämpfen. Ältere Gedächtnisabschnitte werden übersprungen. Gut. Hätte ich das jetzt auch gewusst. Blocken und hauen. Was willst du denn mehr? Reden. Freundlich miteinander kommunizieren. Altair, ihr seid zurück. Rauf, wie schön euch unverletzt zu sehen. Ich hoffe, eure Mission war ein Erfolg. Ist der Meister in seinem Turm? Ja, ja. Immer die Nase in seinen Büchern. Er wartet schon auf euch. Ich danke euch, Bruder. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch. Ich quatsche den Gegner sozusagen tot, um unseren Dialog von vor uns nochmal aufzugreifen. Was für ein Dialog? Ach, das gerade mit dem... Das tut mir sehr leid, aber das war so viel Rotz, das habe ich schon wieder verdrängt. Also, wie heißt die Stadt nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Diese Stadt nennt sich Massiav. Okay, Massiav. Wir sind jetzt in Mafia... Mafia. Hallo und herzlich willkommen, Mafia! Oh nee! Nein, aber ich würde sagen, um die Spannung noch nicht zu erhalten, wenden wir jetzt den ersten Part. Das würden wir machen und wir sehen uns gleich im Endscreen. Ja, das gibt's bei uns auch noch. Tschüss! Wiederschau! So, und da sind wir auch schon im Endscreen. Ja, was war das für eine Folge? Wir haben den Aubert
De Sable. Versucht zu töten, aber wurden mal wieder aufgehalten. Tja, von unseren eigenen Leuten auch noch. Das ist nicht zu fassen. Unsere eigenen Leute? Das waren doch unsere eigenen Leute. Na gut. Ist ja auch egal. Den Rest lernen wir in der nächsten Folge. Bis denne. Jawohl. Tschüss.